Nun, da der Frühling die ersten kräftigen Lebenszeichen von sich gibt und die Badesaison wieder näher rückt, kommt oft das böse Erwachen, wenn die Badehose etwas enger sitzt als gewünscht. Deshalb sieht man nun vermehrt sportliche Vorarlberger, die den Sünden von Weihnachten und Osterzeit den Kampf ansagen, um sich für den Sommer in Form zu bringen. Allerdings sollte man einige Punkte beachten, um die Motivation nicht rasch wieder zu verlieren. Also wenn das Wetter natürlich jetzt so schön ist, dann ist man meistens extrem motiviert, was zu tun. Und man sieht ja auch die anderen draußen, die tun auch alle schon was. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass man sich sehr zu stark motivieren lässt und denkt, man muss jetzt das, was man 3 Monate, 4 Monate verpasst hat, in einer Woche aufholen. Das wäre, glaube ich, der Punkt, wo man dann ganz schnell von Lust in Frust kommt und keinen Spaß mehr am Sport hat, weil man dann eben Muskelkater hat, vielleicht einem alles wehtut und man auch sehr schnell erschöpft ist. Deswegen besser eben lieber moderat anfangen und die Intensität und den Umfang langsam steigern und nicht frustriert sein, wenn es die ersten 2 Wochen nicht so gut klappt. Um optimal und effektiv zu trainieren, bietet das Landessportzentrum in Dornbirn allen Sportbegeisterten den idealen Service an. Also im Grunde kann jeder zu uns kommen. Alle haben als Breitensportler die gleichen Möglichkeiten für Tests wie die Olympiasportler, die also hier auch betreut werden. Man ruft einfach an, sagt, dass man eben zum Beispiel eine sportmedizinische Untersuchung oder eine Leistungsdiagnostik haben möchte. Und dann wird also mit dem Mediziner und mit dem Sportwissenschaftler abgesprochen, welcher Test sinnvoll ist. Es wird eine Trainingsanamnese gemacht, sprich, was hat man schon gemacht oder was hat man als Ziel. Ob das jetzt ein Anfänger ist oder ob das jemand ist, der einen Marathon laufen will, da ist es natürlich anders. Und dann wird der entsprechende Test und die entsprechende Untersuchung dafür gewählt. Und dann kann man entweder auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad oder auf dem Ruderergometer den Test halt dann absolvieren, kriegt dann gesagt, wie gut die Gesundheit ist, wenn es in Richtung Sportmedizin geht. Oder wenn man es nur auf die Leistungsdiagnostik schaut, dann kriegt man Empfehlungen, wie man demnächst trainieren sollte, wie sein momentaner Trainingszustand ist und wie man das halt eben auch verbessern könnte. Wenn dann vom gesundheitlichen Standpunkt grünes Licht gegeben ist, geht es darum, die richtige Sportart zu finden. Also man sollte natürlich immer das machen, wo man Spaß dran hat einfach. Und wenn man eben sagt, mir gefällt Inlineskaten oder Rollerbladen, irgendwas in der Richtung, dann sollte man das eben durchaus machen. Wenn man gerne laufen geht, ist das auch eine gute Sache. Und wenn man jetzt aber etwas vielleicht auch zu stark noch an Gewicht zugelegt hat, dann sollte man doch vielleicht eher auf entlastende Sportarten zurückgreifen, wie eben Radfahren, Aquajogging, Schwimmen ist da sehr effektiv. Wichtig für ein ideales Training ist auch das richtige Equipment. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel mit Joggen anfängt und vielleicht vor 6, 7 Jahren das letzte Paar Laufschuhe gekauft hat und die doch das eine oder andere Mal benutzt hat, dann sollte man schauen, ob die noch okay sind. Da besteht also auch die Möglichkeit, dass man hier mal mit seinem Laufschuh herkommt, sich den Schuh anschauen lässt und sagt, ob der für die Belastung eigentlich okay ist oder für den Fuß auch okay ist. Ansonsten ist immer ein bisschen wetterabhängig, wie man sich dort kleidet, dass man eben schaut, dass man die richtige Kleidung hat. Sollte eher nicht zu warm angelegt sein, dann kann es eben schnell zum Hitzestau kommen und dass man dort eben versucht, auf Funktionskleidung zu achten. Das beugt eben zum einen das starke Schwitzen auf der Haut vor und dass man dann sich, wenn man aufhört, sich nicht so schnell verkühlt.